Mit Union. Union ist auch sehr gut für Menschen, die im Leben ja nicht immer an der Sonnenseite sind, nicht wahr, wie ich. Und da bin ich akzeptiert, so wie ich bin, auch mit meinen Schwachheiten, Fehlern, obwohl so viele habe ich ja nicht. Ja, und damit Martin Bühmann. Ich freue mich, dass du hier am Start bist und wir dieses Wine-Tasting beginnen. Oh. Mit einem, was haben wir hier eigentlich? Ein Pinotage. Aus Südafrika. Cabernet Sauvignon. Ein Pinotage. Trocken. Ja, also wir sagen uns jetzt Sie, Herr Jutenberger. Herr Jutenberger, bist du ein Weinkenner? Oder bist du auch einer von denen, wie ich, so, die immer so tun? Nein, sag mal, also wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich sei totaler Kenner. Mhm. Heute, 10 Jahre später, sage ich, ich mag ihn oder mag ihn nicht. Und? Der ist so. Aber ich habe dir gesagt, Pinotage. Ich finde den gut. Ja, der ist so. Freundlich. Also ich kann unterscheiden. In Weißwein und Rotwein, das war's. Das ist ja eine hervorragende Gabe. Und halbtrocken manchmal noch so, süßlich, lieblich. Und besonders, die Tatsache ist ja, Weißwein kommt nicht unbedingt von weißen Trauben, Rotwein nicht unbedingt von roten Trauben. Echt jetzt? Naja, siehst du, das hast du schon nicht gewusst. Krass, ey. Ich lerne nicht so viel von dir immer, ey. Ja, danke. Das ist ja unglaublich. Sag mal, um als einen smoothen Übergang zu machen, eine Transition, Wein. Vineyard. Ja. Warum ja, eigentlich? Das ist für die Warum Garde. Eigentlich Vineyard? Hast du dich schon mal gefragt? Na, weshalb der Name so ist. Mann, ja, das weiß ich ja. Ja, sag mal. Also Vineyard, der Name kam, und da kommt es drauf an, mit wem du sprachst. Also John Wimber erklärte sehr klar, dass er den Namen erfunden hat. Aber eigentlich aus der Schrift kommt. Aus der Schrift, okay. Ja, ja, aber eigentlich war es nicht er, sondern der Gründer der ersten Vineyards, Ken Gullickson. Und warum Vineyard? Warum der Name? Der hat diese eine Schriftstelle aus dem Buch Jesaja gekriegt und dann auch diese innere Bestätigung durch den Heiligen Geist. Mhm. Das hat man da so gesagt und gemacht und war überzeugt, it's the vineyard. Es ist der Weinberg Gottes. Oh, wow. Und so kam das. Okay. Und da war dieser Mann, der sagte, I'm just a fat man on his way to heaven. Ja. Ich bin nur ein fetter Mann auf dem Weg in den Himmel. Ja. Und das war das Begeisternde dabei. Weißt du, es war so ursprünglich, es war so roh. Mhm. Ich habe ihn ja kennengelernt 1982. Da hast du schon gelebt. Jetzt, wo du mich fragst? Genau. Ich bin ja Urgestein. Hey, krass. Und du kanntest John ja auch persönlich und hast ihn so ein bisschen begleitet ab und zu mal. Und was hast du am meisten davon gelernt oder was war für dich John? Ich meine, vor 40 Jahren hätte ich eine andere Antwort gegeben, weil ich ihn noch nicht kannte, als heute. Wow. Oder vor 20 Jahren oder 10 Jahren. Heute muss ich dir sagen, Timmy, was mich am meisten befreit hat, ist, du musst, um von Gott gebraucht zu werden, nicht der Beste sein, sondern du musst dich selbst sein. Cool. Und das genügt. Das verbunden mit Leidenschaft für Jesus, Lernbereitschaft, Gelassenheit. Weil vorher dachte ich, hey, I want to be a man of God und Mann Gottes und hey, ich muss das und das und das und dann habe ich gemerkt, ich schaffe das nie. Und dann habe ich bei vielen gemerkt, die sind dann nicht mehr sich selbst, die verleugnen sich oder stellen sich besser hin, als sie sind. Und was ich von John gelernt habe, take it easy. Ja, Martin, du hast ja jetzt schon viel Erfahrung. Seit wann bist du Bewegungsleiter von Vineyard? Oder eigentlich, wann hast du die Vineyard Bern gegründet? Die Vineyard Bern gegründet 81, das ist vor 700 Jahren, wa? Ja, ungefähr. Ungefähr. Und 92 hat John mich gefragt, die Bewegung zu entwickeln. Okay. Seit 94.
Und dann eingesetzt, mit richtig Einsetzung, pipapo, 99. Mit Ritualen. Genau. Schön. 99. Und du bist nächstes Jahr, gibst du die Bewegungsleitung ab. Richtig. Und wir sind gerade in einem Veränderungsprozess bei Vinyard Dach. Und es wird eine spannende Zeit. Und auch für dich danach spannend. Hast du irgendwie was vor? Was machst du danach? Ja, also A, ich folge ja Jesus nach. Bin vollzeitlich beschäftigt damit, Jesus nachzufolgen. Mhm. Das hat mich ja so eingenommen, dass ich nebendran noch Bewegungsleiter bin. Und in diesem Sinne folge ich weiter Jesus nach. Ich merke, die Verantwortung, eine Bewegung zu leiten, das tue ich ja nicht alleine. Das sind wir ein Team, das sind ja verschiedenste Menschen. Also es wäre falsch zu sagen, ich leite das, wir leiten das gemeinsam. Aber das hat schon, ist herausfordernd. Von vielen verschiedenen Aspekten her. Und ich denke, jetzt ist die Zeit, die nächste Generation wirklich ihr Raum zu geben, um das zu gestalten, was Jesus sagt. Cool. Was mache ich? Ich habe eine interessante Anfrage für einen Geschäftsbetrieb. Okay, krass. Und ich gehöre zu diesen, ich bin neugierig. Ich glaube, das ist meine Neugier, ist meine stärkste Krankheit und meine größte Stärke. Wieder was rausfinden, kann ich das, will ich das, wie ist das? Cool. Kann ich mir vorstellen, aber ich habe entschieden mit Georgia zusammen, dass wir unsere Zeit nicht gleich verplanen, sondern auf uns zukommen lassen und dann uns führen lassen im Alltag. Cool. Und was würdest du dir wünschen für die Vineyard-Bewegung in Zukunft ab nächstem Jahr? Ja, ich meine, das fällt mir jetzt gar nicht schwer. Mhm. Wenn du mich fragst, welche sind deine größten Ängste oder so, ich wünsche mir, dass Vineyard nie eine Denomination wird. Mhm. Ich wünsche mir, dass wir in Bewegung sind, unangenehm für uns selbst und herausfordernd für die Welt. Ich wünsche mir, dass dieser Hunger nach dem Wirken des Heiligen Geistes nie nachlässt. Ich wünsche mir, dass dieses Feuer, die Gesellschaft mitzugestalten, zunimmt. Ich wünsche mir ein besseres Verständnis der Bewegung für die Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Das sind so die Dinge, die mich ganz arg bewegen. Mhm. Ich tue mich schwer mit einer Teilung von normalem Leben und geistlichem Leben. Ich finde das, wie darf man sagen, Kacke. Darf man. Ja. Sondern dieses verbundene Sein, 7x24, aus Jesus heraus zu leben in dieser Welt, ohne Feindschaft, mit viel Liebe, Leidenschaft für ihn. Ja, ich meine, das möchte ich gerne. Cool. Hey, mega stark. Martin, ich schätze so mega, dass du so ein attraktives Christsein ausstrahlst. Wirklich. Es gibt so ein paar Leute, die leben das so ganz natürlich, ganz authentisch. Und du bist wirklich eine Person, mit der kann man so viel Quatsch machen, so viel Spaß haben. Und darin baust du einfach, in deinem Sein, baust du einfach diese Jesus-Nachfolge so ein. So ganz authentisch und liebevoll. Und das finde ich so attraktiv und anziehend und auch irgendwie cool, weil es junge Leute auch inspiriert und richtig einen Hunger macht auf dieses Leben mit Jesus. Es muss nicht langweilig sein und einfach kann auch total lustig und abgedreht sein. Und das strahlst du richtig aus und das finde ich so cool. Ey, das ist lieb. Aber ich muss dir ehrlich zugeben, Tim, das hat seine Gründe. Okay. Ich finde Christsein wahnsinnig anstrengend. Oh. Ja, wenn du Christsein unter Christsein verstehst, dass du keine Fehler machen darfst, dass du immer ernsthaft das Leben betrachten musst und immer vorsichtig sein musst und immer ganz so aus einer tiefsten Frömmigkeit heraus, da bin ich sowas von überfordert, das kriege ich nie hin. Und das habe ich relativ früh gemerkt, deshalb bin ich gar nie dahin. Okay. Aber Christsein bedeutet ja auch viel mehr darüber hinaus. Also es geht ja nicht um jetzt halt Gesetze zu befolgen oder irgendwie in eine Frömmigkeit oder Religiosität zu kommen primär. Wie würdest du das beschreiben, was für dich das Wichtigste ist in deinem Glauben zu Jesus? Also ich denke, nicht ich denke, ich lebe das. Es gibt eigentlich nur einen Schlüssel, ist meine persönliche Jesus-Beziehung. Mhm.
und dass die nicht eine Einbahnstraße ist, sondern dass ich mit ihm zusammen, nicht ich habe ihn erwählt, er hat mich erwählt. Mhm. Und er hat mich zur Gemeinschaft erwählt und ich bin sein Partner. Mhm. Ja, so Geschäftspartner. Mhm. Ja, so. Und da merke ich, das bewegt mich am meisten am Christsein, das macht jeden Tag wieder zu etwas, zu einem Abenteuer, weil ich weiß nie, was ich erlebe. Mhm. Aber in diesem Bewusstsein zu leben, ich gehe mit ihm durch den Tag, ich lasse mich brauchen. Ich habe nie ein Image-Vorstellung gehabt, ich bin Gemeindeleiter oder Bewegungsleiter. Okay. Ich finde das eher öde. Mhm. Meine Identität, ich bin ein Nachfolger von Jesus. Mhm. Und das genügt mir. Und das ist keine leere Rede. Ja. Sondern dort liegt Identität, auch Schutz für mich vor Verletzung. Ich bin sensibel und leicht verletzlich und bla 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 bla. Und es ist nicht so, dass ich eine Schutzmauer habe. Aber ich merke, wenn meine Identität Bewegungsleitung wäre oder ein cooler Gemeindeleiter oder ein cooler so und so, dann müsste ich ein Image pflegen und das muss ich nicht. Als Nachfolger brauchst du keine Imagepflege, sondern du bleibst authentisch dran, im Alltag das zu tun, was Jesus tut. Ja. Cool. Hey Martin, vielen Dank. Und cheers.